Und die haben eine geheime Formel. Oh nein, nicht schon wieder ein Geheimnis. Aber wenn die ein Geheimnis haben, dann möchte ich's rauskriegen. Ja! Ja! Die vermehren sich! Oh, sie sind ja schon an jeder Ecke! Straße für Straße! Sie sind überall! Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Schön, dass wir eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute wollen wir uns die leckersten Shakes, die man sich unter Wasser vorstellen kann, in Bikini Bottom bauen und zwar sind es die Tang-Shakes. Keiner weiß, wie sie entstanden sind, keiner weiß, was da drin ist, aber sie sind unheimlich lecker und von daher bauen wir sie heute. Für unser Tang-Shake brauchen wir heute ein bisschen hellgrüner Beton, denn ein bisschen trockener gelber Beton, denn ein bisschen roter Beton, denn ein paar glatte Steinstufen, ein paar Goldblöcke, denn gelber Beton und nochmal ein grüner Beton. Dann holen wir uns noch als Glas, würde ich mal sagen, heute türkises Glas raus und dann holen wir uns noch ein paar schicke Eisentüren raus. Für den Start bei unserem Tang-Shake bauen wir natürlich erstmal den Grundriss. Wir schnappen unseren hellgrünen Beton einmal raus und setzen uns jetzt einfach erstmal vier Blöcke hin. Zu den Seiten gehen wir jetzt jeweils einmal so einen Schräg und dann gehen wir noch einen Schräg und da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Dann machen wir wieder das gleiche Maß, kommt hier unser Vierer hin, ein Einer und dann hier wieder ein Sechser. So, nehme ich mal hier ein bisschen meinen Vorbau weg. Okay, so, dann haben wir schon mal so ein bisschen hier unser Grundmaß. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch noch nach oben setzen. Und zwar fangen wir am besten hier an der Seite an, dass wir hier einfach mal schräg davon uns so einen Zweier einmal hinsetzen. Denn jetzt zu jeder Seite setzen wir wieder so einen Zweier hin. Können das hier mal mit der anderen Seite verbinden, mit so einem Zweier. Und dann ergibt sich hier das Maß, was wir hier vorne so einmal überstehen lassen. Und zwar sind das insgesamt hier dann vier Blöcke. Und dann können wir hier an den Seiten immer, sag ich mal, unseren Zweier hier setzen. Ne, kann man auch eigentlich zuerst machen, ne? Vielleicht biegt man ein bisschen besser drüber. So, dann kommt hier an der Seite der Zweier hin. Und auf Vorder- und Rückseite machen wir dann einmal so einen Vierer, der übersteht. Sobald wir das denn haben, beginnen wir jetzt wieder an den Seiten. Hier machen wir uns erstmal einen Vierer hin. Dann gehen wir zu den Seiten jeweils hier zwei Einer. Und können jetzt, sage ich mal, hier auf unseren Vierer das Ganze einmal zu den Seiten überstehen lassen. Dann haben wir hier wieder einen Sechser. So, das machen wir hier wieder an den Seiten zwei Zweier. An den Seiten hier kommt komplett ein Vierer hin. Hier wieder zwei Zweier. Und hier auf der Rückseite machen wir einen Sechser einfach mal hin. So, einmal überstehen lassen. Wunderbar. Und wieder zwei Zweier. Und weil das so schön war, können wir jetzt auf dieser Ebene einfach nochmal die gleiche Ebene einmal hier lang ziehen. Das machen wir mal. Und sobald wir es geschafft haben, können wir jetzt wieder an der Seite einmal anfangen, setzen oben einen Zweier rauf und jetzt lassen wir das wieder so ein bisschen nach innen laufen. Das heißt einfach jetzt hier setzen wir einfach zwei Zweier, die so nach innen gerichtet sind. An der Seite kommt hier wieder unser Vierer hin und dann können wir hier wieder an den Seiten einfach mal unsere zwei Zweier hinmachen. Kann man auch gerne zuerst machen, ne, wenn es vielleicht übersichtlicher denn ist. So, an der Seite hier einfach den Vierer hin, Lücke füllen. Und an den Seiten halt die Zweier, wo es halt noch offen ist. Nun geht es weiter, dass wir jetzt einfach mal wieder an der Seite anfangen. Jetzt setzen wir hier erstmal einen Vierer hin. Dann können wir hier in der Ecke, würde ich mal sagen, einfach mal so einen Einer einfach mal hinsetzen. Ja, das machen wir gleich mal hier auf beiden Seiten. Hier wieder auf der Vorderseite können wir wieder einen Sechser uns einmal hinsetzen. In die Ecke kommt wieder unser Einer. Seite wieder ein Vierer. Hier wieder ein Einer. Und die Vorder- und Rückseite halt ein Sechser. Sobald wir das jetzt geschafft haben, beginnen wir, würde ich mal sagen, auf welcher Seite wäre es besser. Ich würde mal jetzt einfach hier vorne beginnen. Also auf der Vorder- und Rückseite. Da setzen wir einfach in der Mitte einfach mal hier so einen Zweier hin. Dahinter kannst du dann hier einfach mal einen Sechser hinsetzen. Also eigentlich auf der freien Fläche, die wir jetzt hier haben. Kannst du eigentlich jetzt so ausfüllen. Mache ich mal an der Seite genauso. Zweier in der Mitte hin. Und dann hier einen Sechser einfach mal dahinter. Wunderbar. Und hier an der Seite, würde ich mal sagen, können wir noch einen Vierer einsetzen. Dabei verbinden wir einfach mal hier die zwei Sechser miteinander. Dann können wir das einfach mal ganz leicht hier ransetzen. So, wunderbar. Und den Vierer hier vorne hin. Sobald wir es geschafft haben, nehmen wir jetzt mal unseren gelben trockenen Beton und können jetzt hier einfach mal so ein 4x4er Viereck uns einmal hier raufsetzen. Oh, wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, können wir jetzt einfach mal diesen trockenen Beton auf eine Höhe von insgesamt vier Blöcke uns hier einmal hochziehen. Das machen wir auf jeder Seite, außer jetzt auf der Vorderseite, denn da wollen wir jetzt auch noch gleich die Schrift einmal raufsetzen. Ja, dass man ja lesen kann, dass es ja auch der Tang-Shake ist. Und dann würde ich einfach mal sagen, nehmen wir den roten Beton, dann setze ich mir hier erstmal so eine Ecke rauf und dann mache ich mir hier einfach noch so zwei, einer so ein bisschen schräg. Das soll so ein bisschen die Schrift natürlich dann darstellen. Und dann können wir hier den Rest nochmal ausfüllen mit einfach den trockenen Beton. So, jetzt kommen wir wieder zu unserem hellgrünen Beton und können jetzt eigentlich das, was wir hier unten hingesetzt haben, auch nochmal oben hinsetzen. Jetzt beginnen wir eigentlich komplett andersrum, wie wir halt hier begonnen haben. Das heißt jetzt hier, nehmen wir jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, fangen wir am besten so an, dass wir auf der Vorderseite hier vorne erstmal einen Sechser uns einmal raufsetzen. Das können wir hier so lang setzen. In der Mitte hier einfach den Zweier. Rückseite genau das gleiche Spiel. Also hier einfach mal unseren Sechser rauf und in der Mitte einfach den Zweier. Hier an der Seite, würde ich mal sagen, setzen wir einfach hier so einen Vierer hin, dass der hier so ein bisschen übersteht.
Können wir ruhig auch auf der anderen Seite machen. Ja, haben wir auch hier einen Vierer. Danach geht es weiter, dass wir jetzt auf unseren Zweier einfach hier einen Sechser uns einmal lang setzen. So. Ein Sechser hier rauf und ein Sechser auf der Rückseite einfach mal rauf. Wunderbar. Dann können wir wieder, würde ich mal einfach sagen, zwei Einer hier an den Seiten uns einmal hier platzieren. Und halt ein Vierer hier an den Seiten. So, das machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Also, in den Ecken können wir dann einfach hier einen Einer setzen. An der Seite komplett hier halt einen Vierer. Und wieder in der Ecke halt einen Einer. Mhm. Dann geht es weiter, dass wir halt an den Seiten nochmal anfangen. Da setzen wir uns einfach jetzt hier einen Zweier hin. Wieder an den Seiten hier komplett wieder zwei Zweier. Ich glaube, ihr erinnert euch bestimmt an das Spiel. Das hatten wir ja unten auch. So, machen wir auch wieder hier zwei Zweier an den Seiten hin. Hier auch wieder zwei Zweier an den Seiten hin. Und was halt noch offen ist, das wollen wir natürlich auch noch zuziehen. Nur das lassen wir nicht, also das lassen wir einfach hier ein bisschen überstehen. So, Vorder- und Rückseite kommen dann nochmal hier vier einfach hin. Wunderbar. Jetzt geht es weiter, dass wir einfach mal hier an den Seiten bei unseren Zweier wieder einfach hier unseren Vierer einmal raufsetzen. Und auf Vorder- und Rückseite können wir hier dann wieder einen Sechser einmal raufsetzen. Das heißt, hier lassen wir das immer wieder einmal überstehen. Falls einer nicht zählen möchte, ne, muss es so einmal überstehen lassen. So, und sobald wir dann das hier alles einmal in jeder Seite haben, können wir die Seiten einfach zuziehen mit zwei Einern, die hier einfach einmal drauf platziert sind. So, das setzen wir hier über einmal hin. Und weil das so schön war, können wir gleich darauf wieder noch eine weitere Schicht davon setzen. Einfach hier nochmal lang den grünen Beton. Und sobald wir das denn haben, geht es wieder an den Seiten los, dass wir hier erstmal uns einen Zweier raufsetzen. Und an den Seiten jetzt einfach wieder so ein Vierer. Also das heißt, jetzt gehen wir natürlich wieder zurück einen Schritt, ne? Und das heißt jetzt auch hier setzen wir wieder an den Ecken zwei Zweier. Nur diesmal jetzt wieder, dass die nach innen laufen. So, das kann man hier auch gerne zuerst machen, wenn man möchte, weil das ist dann ein bisschen übersichtlicher. Dann seht ihr ja, was hier noch offen ist. Und das können wir dann einfach so zuziehen. Zack, wunderbar. So, jetzt geht es wieder los hier an den Seiten, dass wir jetzt hier drauf einfach mal uns hier einen Vierer platzieren. In der Ecke kommt wieder unser Einer hin. Und hier Vorder- und Rückseite machen wir wieder einen Sechser hin. So, Seite wieder ein Einer. Seiten hier Vierer. Ecke wieder Einer. Und dann hier wieder vorne einen Sechser einfach mal hin. Oh, hier fehlt noch der Einer. Sobald wir das Ganze haben, machen wir noch eine Schicht. Und zwar ganz einfach setzen wir wieder auf der Vorder- und Rückseite erstmal hier unseren Einer einfach mal hin. Dahinter kannst du hier wieder den Sechser hinmachen. Halt einfach diese freie Fläche darunter einfach mal ausfüllen. So, hier auch wieder einen Sechser einfach mal hin. Na, so. Dann können wir wieder hier die beiden Seiten miteinander verbinden. Und an der Seite hier nochmal einen Vierer uns einfach mal hinsetzen. Machen wir hier wieder auf beiden Seiten. Und dann haben wir eigentlich schon das Maß, wo wir jetzt, sage ich mal, unseren Strohhalm platzieren wollen. Also hier an den Seiten würde ich einfach mir mal ein paar Stufen hier einfach hier hinsetzen. Ja. Dann fülle ich hier einfach mal die Mitte hier einfach mal so mit so einem goldenen Pluszeichen einfach mal aus. Und dann wollen wir natürlich noch unseren Strohhalm machen. Einfach mal unseren gelben Beton nehmen. Da setze ich mir jetzt einfach mal drei hier hin. Einen hier zur Seite hin und da oben drauf nochmal drei. Und dann mache ich mir hier so, zack, nochmal zwei Stufen einfach mal hin. Und fertig ist unser Strohhalm. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Türen und alles uns reinbasteln. Das heißt, wir schnappen mal, jetzt würde ich mal sagen, erstmal, was nehmen wir da? Genau, unseren grünen Beton einfach mal. Und ich will jetzt erstmal meine Tür mal reinhauen. Ich fliege jetzt hier einfach mal auf der Vorderseite unten hin und setze mir hier einfach mal, würde ich mal sagen, ganz simpel, einfach mal hier so zack, auf eine Dreierhöhe mal einfach mal meinen grünen Beton und kann mir dann auch hier diesen hellgrünen Beton einmal weghauen. So, wer möchte, kann denn da gleich auch schon mal die Türen einmal reinsetzen. Oh, funktioniert schon mal, wunderbar. Sobald wir das haben, geht es jetzt natürlich jetzt weiter mit den ganzen Fenstern. So, da würde ich mir einfach mal hier auf der rechten Seite von der Tür einfach mal hier so ein 3x3 Fenster einfach mal freihauen. Naja, was heißt freihauen? Ich würde einfach die Blöcke immer austauschen. Ne? Zack, hier einfach die Blöcke dann mit unseren dunklen Beton einfach mal hier ergänzen. Zack, und hier die Mitte, da setze ich einfach mal mein Fenster rein. So, auf der anderen Seite will ich mir auch nochmal ein Fenster machen. Das heißt, hier tausche ich mir auch nochmal ein paar Blöcke einfach mal aus, so ein bisschen. Ba, 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 ba. Muss man hier mal ein bisschen basteln, wie man sich das machen möchte. Ich mache mal den hier nochmal weg. So in der Ecke, glaube ich, ist ein Fenster, was ein bisschen abgeeckiger ist. Doch besser. Na, man könnte auch hier noch die Ecke hinsetzen. Ja, das geht. Und weil mir zwei nicht reichen, setze ich mir nochmal eins auf der Rückseite einfach hin. Da würde ich einfach mal hier mir noch einfach mal so ein Fenster einfach mal reinhauen. Das heißt, auch hier tauschen wir einfach mal wieder die ganzen Blöcke einfach mal aus. Kann auch ruhig mal ein bisschen da überstehen. Das macht gar nichts. Das kann auch so sein. Obwohl, das sieht doch ein bisschen doof aus. Wir ändern das einfach nochmal. Ich setze mir das einfach mal hier rüber zu einer Seite. Ja. Na, man kann ja auch mal ein bisschen gucken, wie man sich, sage ich mal, sein Fenster hier machen will. Kann man sich immer ein bisschen austoben. Oh, muss ich natürlich dann hier mal nochmal die Blöcke nochmal austauschen. Na, vielleicht so. Genau, so sieht das doch gut aus.
Natürlich möchte ich nicht nur unten mir welche platzieren, auch oben möchte ich mir welche hinsetzen. Das ist jetzt auch hier. Suche ich mir einfach irgendwo ein paar Stellen und setze mir hier einfach wieder so ein 3x3 Fenster einfach mal rein. Einfach dann hier so ein bisschen die Blöcke einmal austauschen. Zack. Und die Mitte kommt dann einfach mein Glasblock hin. Ich würde jetzt hier in der Ecke einfach mal wieder genau das gleiche Fenster machen, wie ich das unten hat, weil ich das einfach finde, das passt irgendwie. Kann man hier einfach mal so ein bisschen gucken, dass das Maß dann auch halt das gleiche ist, wie wir uns das hier dann natürlich einmal reinsetzen. So, alle schönen Blöcke einmal austauschen. Ah, hier können wir auch noch ruhig einen hinsetzen. Das sieht doch gut aus. Ach, oben können wir ruhig ein paar mehr Fenster hinsetzen. Ich würde mal hier an der Seite mir auch noch eins hinsetzen. Oh, das heißt, auch hier mache ich mir wieder halt so ein Dreierfenster einfach mal hin. Ich würde diesmal aber einen hier vorne nochmal hinsetzen. Und dann nochmal drei hier oben einfach mal hin. Wunderbar. Zack, und Glas rein. So, eins wollen wir natürlich noch auf der Rückseite machen. Und weil wir das unten schon so super hingekriegt haben, würde ich einfach genau das gleiche, was wir unten haben, oben auch nochmal hinsetzen, aber einfach spiegeln. Das heißt, das würde ich mir jetzt einfach mal hier oben in diese Ecke einmal hinsetzen. Oh, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier so zwei. Zack, zack, zack. Trag das einfach mal hier so ein bisschen. So, alle schönen Blöcke einmal austauschen. Und die Mitte, zack, hier einfach mal Glas rein. Wunderbar, das sieht doch gut aus. So, dann haben wir das eigentlich fertig. Die Fenster reichen völlig aus. Rausschauen kann man sowieso nicht. Was man noch machen könnte, ist, wenn wir jetzt hier mal reingehen, ist ja, dass wir, sag ich mal, jetzt das ja natürlich auch einrichten wollen. Und beim Einrichten können wir die Fenster nicht wirklich verwenden, weil die ja wirklich sehr, ja, extrem, sag ich mal, hier eingebaut sind, so ein bisschen innen drin. Von daher würde ich einfach mal das Ganze verkleiden. Sieht immer ein bisschen besser aus, ihr wisst es ja, ne? Einfach hier, zack, überall mal seinen Lieblingsblock mal hinsetzen, der das Ganze verkleiden soll. Bei mir ist das einfach mal wieder immer einfach mal heller Beton. Und dann muss ich natürlich hier rauskommen und setze mir gleich hier schon mal so ein paar Akazien-Druckplatten hin. Denn jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch einrichten. Du kannst dir gerne so einen Boden schon mal machen, wie ich das hier habe, mit so einem Muster. Weil, ich sag mal, in der Folge war auch da der ganze Boden hier so ein bisschen mit Muster gemacht. Da habe ich einfach ein bisschen gelbe Keramik genommen, orangen Beton und normale, also orange Keramik, oranger Beton und gelbe Keramik. So, das einfach so ein bisschen hier Muster hingesetzt, ne? Und dann sieht das Zeug eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber für den Start beginnen wir eigentlich erstmal hier mit Akazienholzblöcken, dann Eichenholzblöcken und ein paar Steinstufen. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Und zwar müssen wir jetzt hier natürlich erstmal unsere Wände uns reinsetzen. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Akazienholzblöcke und können jetzt hier einfach mal an den Seiten hier von der Tür auch ruhig schon mal drei hinsetzen. So, dann würde ich hier einfach überall, wo wir jetzt, sag ich mal, hier so ein bisschen Platz haben an der Seite, einfach komplett meine, ja, Blöcke einfach mal hinsetzen, dann das Ganze gleich schon mal auf eine Dreierhöhe mir hier ziehen. Sobald wir das natürlich haben, können wir darauf dann gleich unsere Eichenholzblöcke uns einmal raufsetzen. Und danach müssten wir eigentlich nur noch unsere Decke reinziehen. Da würde ich einfach mal unsere Steinstufen nehmen und die setzen wir einfach oben hier, zack, bei unseren Eichenholzblock einmal an bei der Mitte. Und dann haben wir eigentlich so die Wände, wie die in der Folge auch zu sehen waren. Da waren die oben auch so leicht abgegrenzt mit einer anderen Holzart. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch gestalten. Da würde ich einfach mal über den Türen nochmal mir ein paar Akazienholztreppen hinsetzen. Wirkt immer ein bisschen schöner. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Tonblock einfach mal raus. Und dann setze ich mir jetzt hier meinen Tresen einfach mal hin, so mit vier Tonblöcken. Dann mache ich mir noch ein bisschen eine Glasvitrine vorne hin, einfach mit ein paar Glasscheiben. Und natürlich noch eine Kasse einfach mal ein bisschen darstellen. Danach kann man sich natürlich hier noch einfach mal ein paar Tische platzieren, wenn man möchte. Da nehme ich mir einfach ein paar Ketten. Ne, und kann mir darauf dann natürlich hier ein paar Falten noch setzen. Fertig ist das Ganze. Vielleicht nimmst du noch ein Schild und schreibst hier vorne mal Kasse rauf, damit jeder halt weiß, was das hier ist, ne, falls man nicht erkennen sollte. Und dann würde ich mir gerne noch was Schönes basteln. Und zwar will ich mir hier noch so eine, ja, Zapfstation einfach mal bauen, wo man, sag ich mal, sich hier so ein bisschen, ja, sich was abfüllen kann. Ne? Da würde ich einfach mal ganz einfach mir hier einen Schleim hinsetzen, ne, für den Tank. Und dann hier natürlich hier die Trichter, damit man das auch abzapfen kann. Und jetzt möchte ich mir noch so was Besonderes bauen. Und zwar muss ich noch mal kurz was weghauen. Na, jetzt habe ich hier zu früh schon die Schleimblöcke gemacht. Und zwar würde ich einfach mal hier so eine normale Treppe hin machen. Und dann mache ich mir die Treppen so hin, dass die, sag ich mal, so angeeckt sind. Ne? Dass du nur diese Rückwand hast. So, dann können wir das hier erstmal wieder hier einmal zumachen, nachdem ich hier natürlich meine Schleimblöcke einmal aufgesetzt habe. Jetzt könntest du das natürlich so lassen. Oder nimmst du noch mal einfach ein paar Steintreppen. Setze sie dir einmal umgedreht hin. Gut, jetzt müsste ich hier dann noch natürlich mir nochmal den Boden ändern. Oh, nehme ich einfach mal hier dieses Muster. Wunderbar, das passt schon. Zack, dann setze ich mir einmal meine umgedrehten Treppen hin. Und dann mache ich mir einfach mal hier so einen Becher einfach mal hin, dass man den einschütten kann. Oder, jetzt passt das hier natürlich nicht. Jetzt müssen wir hier nochmal hier tricksen. Und zwar müssen wir jetzt hier, ja, wir machen es ein bisschen umständlich. Also müssen wir hier auch nochmal eine Treppe hinsetzen. Einfach hier dann
So, die Treppe hin. So, dass die dann hier auch wieder angelegt ist. Hätten wir vielleicht auch zuerst machen müssen. So, ja, dann haben wir hier Treppen. Da sind Treppen. Und dann können wir das hier immer noch nicht platzieren. So, ein bisschen rumexperimentiert, wie das nochmal war. Also, wir müssen die Treppe ganz normal so einfach hinsetzen. Und dann einfach hier so anecken. Das heißt, wir können eigentlich hier, zack, Blöcke lassen. Genau. So. Wunderbar, das geht auch. Natürlich muss man seinen Fehler dann hier nochmal beheben, so dass das alles schick aussieht. Weil ich finde, das sieht cool aus mit so einer, einfach einer Glasstange. Das könnte ja der Tank sein, den man hier gerade vielleicht runterfließen lässt. Sieht gut aus. So, dann könnte man vielleicht hier noch so einen kleinen Blumentopf machen, ne, als Tasse oder so, ne, für den Tankshake. Wunderbar. Und dann haben wir das Ganze hier auch schon eingerichtet. Ja, jetzt haben wir unsere Tankshakes gebaut. Jetzt stehen sie überall. Du kannst dir natürlich so viel platzieren, wie du möchtest. Halt so wie lieb, wie sie sind, müssen wir es ja machen. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir natürlich viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.